ich führe euch jetzt einfach mal ein bisschen rum. Guck mal hier, seitdem wir eine MINT-freundliche Schule sind, laufen die Computer in allen von unseren Klassenzimmern. Ach, und das ist Bob. Mit Technik kennen wir uns hier also auch aus. Aber kommt doch mit, ich kann euch noch mehr zeigen. So, jetzt sind wir hier im Forum und hier gibt es auch eine Bühne, auf der wir Theatervorstellungen anschauen können. Und essen kann man hier sogar auch. Oh, schau mal hier. Hier geht's ja heiß her, aber zum Glück ist unser Herr Groß ja auch unser Brandschutzexperte. Kommst du hoch hinaus? Und sportlich sind wir auch. Hallo Frau Mazzullo. Hallo Svela. Gut, dass du da kommst. Kannst du gleich die Spiele mitnehmen und mit den Kindern spielen? Ist das super? Danke. Ja, ich habe ja immer viel Zeit. Ja? Hallo. Hi Svela. Na? Alles gut? Ich bin fertig. Oh, okay. Soll ich uns erst mal einen Tee machen? Gerne. Okay. Sag doch mal alle Hallo. Geht ins Sekretariat. Ja klar, komm. Bonjour, monsieur. Bonjour les deux. Hey Rémi, la vie bach, ça va? Ça va très bien. Oui, c'est super. Du kannst bei uns mehrere Weltsprachen lernen. Englisch, Französisch, Spanisch und auch noch Latein. Und vieles mehr. Schulleiter gerade im Haus. Ja klar, der Herr Bechtold ist da. Dürft ihr gleich mal. Okay, perfekt, vielen Dank. Dankeschön. Ja Mensch, zwei leibhaftige Schüler und Schülerinnen hier wieder mal, toll. Wie geht's Ihnen eigentlich so mit Corona? Ja, deine Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten im Non-Stop-Betrieb hier mit Online-Meeting und Telefonaten. Sorge auf der einen Seite um die Gesundheitssicherheit, hängt mal jemand ab, im trotz gut gehenden Fernunterricht. Schule ohne Kind und Schüler, Schatzkiste ohne Inhalt, bleibt die Zuversicht, die Hoffnung auf gute Feste mit neuen Kindern, mit den Abiturienten. Ja, war lustig, aber ich muss jetzt wieder los. Also alles klar, ciao, bis dann. So, also ich muss jetzt weiter, aber ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen und vielleicht sehen wir uns ja bald hier wieder.